Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind hier zurück bei Mario Kart 8 Online. Und ich habe ja im letzten Part schon angeteasert, wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, beziehungsweise ich möchte euch darüber informieren, wie es jetzt in Zukunft weitergeht. Und zwar werde ich in nächster Zukunft wieder ein bisschen streamen, wieder öfters. Ich weiß noch nicht genau, wie oft ich es in der Woche schaffe. Ich nehme mir erstmal zweimal vor. Ja, sonst habe ich ja immer dreimal gemacht, aber ich nehme mir jetzt erstmal zweimal vor. Das wird dann wahrscheinlich montags und mittwochs sein oder so, oder montags und freitags. Und je nachdem, wie die Zeit steht und so, werde ich das halt auch vermehren oder halt nicht. Mal schauen. Aber ich habe auf jeden Fall große Lust, wieder zu streamen. Und ja, das Problem, warum ich halt auch in letzter Zeit nicht gestreamt habe, war halt, dass ich es zeittechnisch nicht auf die Reihe bekommen habe. Ist halt so, ja, ich muss halt meinen Kanal einfach... Ich kann halt nicht streamen, wenn ich für den nächsten Tag die Videos nicht fertig habe. Ich denke mal, das könnt ihr nachvollziehen, weil... Ja, das ist dann einfach ein viel zu großer Aufwand, danach im Stream noch die Videos fertig zu kriegen, und das ist halt einfach schwierig. Ich habe auch meinen Stundenplan gemacht für die Uni. Ich weiß nicht genau, wie er aussieht, aber ich glaube, wenn die Uni anfängt, kann ich montags abends nicht mehr streamen, beziehungsweise erst relativ spät. Das ist natürlich, ich kann ja eigentlich mal kurz nachgucken. Ihr wisst ja, es ist ja gerade ein Commentary, und deswegen habe ich die Hände frei. Und dann kann ich hier, ich kann ja meinen Stundenplan mal kurz aufrufen und dann gucken wir uns das einfach gemeinsam an. So, ich habe nämlich ein Seminar, ja, wobei, ja, das ist montags von 15 bis 17.30 Uhr, bedeutet, ich kann also montags um 17 Uhr nicht starten, da bin ich auch schon zugelassen, das ist also fest, dieses Seminar, da werde ich auf jeden Fall hingehen, bedeutet also, ja, wie gesagt, da werde ich dann auf jeden Fall montags, wenn ich da montags streame, wahrscheinlich wäre dann so 18 Uhr möglich, aber das ist ja vielleicht auch gar nicht so schlimm. Mittwochs habe ich nicht so spät Uni, da habe ich bis 14 Uhr Uni. Das bedeutet, der Mittwoch ist auf jeden Fall vollkommen gesichert. Ansonsten sieht mein Stundenplan das so vor, dass ich mit dienstags habe ich bis 15 Uhr Uni. Das geht ja auch. Donnerstags habe ich bis 12.15 Uhr Uni, aber danach muss ich noch arbeiten. Das wird richtig scheiße, Leute. Ihr wisst ja, dass ich arbeite, und donnerstags ist halt im Grunde der schwierige Tag oder der anstrengendste Tag. Und ich habe natürlich ausgerechnet donnerstags jetzt Praktikum, und das bedeutet, ich muss dann donnerstags zum Praktikum. Also ich habe ja das eine Praktikum abgebrochen, aber jetzt habe ich ein Praktikum während dem Semester, und das ist nur einmal in der Woche, also aber jeden Donnerstag. Und das ist einfach, da werde ich euch dann natürlich auch wieder von erzählen. Aber das ist halt immer von 8 bis 12 Uhr am Donnerstag, und dann muss ich danach noch arbeiten gehen. Das bedeutet, ich bin wahrscheinlich so ab 13 Uhr auf der Arbeit. Das heißt, ich bin dann so gegen 15 bis 16 Uhr immer fertig. Das ist auf jeden Fall dann ein 8-Stunden-Tag mit einer Stunde Mittagspause so ungefähr. Aber gut. Ne, das ist okay. Am Donnerstag werde ich dann also auch so gut wie nie streamen. Also, selbst wenn es möglich wäre. Das wird wahrscheinlich dann nicht möglich sein. Und ja, am Freitag habe ich sogar auch Uni. Eigentlich habe ich mir den Freitag immer freigehalten, aber... Naja, jetzt habe ich von 14 bis 16 Uhr Uni. Ich muss da halt noch was nachholen. Das ist jetzt so die Sache, die muss ich halt noch nachholen, weil ich da einmal durchgefallen bin. Ich bin nicht durchgefallen, ich habe das, ich habe da die Hausarbeit nicht geschrieben, und deswegen muss ich das Seminar halt nochmal machen. Aber es hat jetzt ein ziemlich cooles Thema. Da werdet ihr, wenn ich da mehr weiß, also wenn ich das Seminar schon ein paar Mal hatte, werde ich da bestimmt mal drüber erzählen, weil das ist sehr, da geht es um Richterin Barbara Salisch, ja. Das machen wir in der Uni. Genau, so. Und dann habe ich noch ganz viel Shit, was ich so eigentlich zu Hause machen müsste, also Vorlesungen und so. Aber das ist ja immer, ne, schauen wir mal. So, also vom Stundenplan her ist Stream genehmigt, halt montags dann immer ein bisschen später, mittwochs okay, freitags kann ich auch, wobei, ja doch, freitags geht auch, aber wie gesagt, also da, ich könnte montags, mittwochs, freitags streamen, wie gesagt, montags immer ab 18 Uhr dann eher, aber die Sache ist halt die,
wenn ich jetzt am Montag Uni habe und ich komme um kurz vor 18 Uhr nach Hause, dann kann ich natürlich einen Stream anmachen, aber wenn ich die Dienstagsvideos noch nicht fertig habe, dann nicht. So, und das wird meine Herausforderung, dass ich mich da ein bisschen, ich muss einfach besser durchplant sein und das werden wir dann, das werde ich dann angehen und ihr werdet dann an den Streams, ich hasse dieses Wort und ich muss es so oft sagen, ich fühle mich immer so sprachbehindert, wenn ich das sage, an den Streams werdet ihr sehen, wie gut ich sortiert bin. Ja, und das ist natürlich auch für die Uni, dass ich Zeit und Kopf für die Uni habe, ist es natürlich auch wichtig, dass ich mich da ein bisschen besser aufstelle. So, jetzt gibt es natürlich verschiedene Dinge, wie die dazu beitragen, dass ich das auch alles schaffe und so. Und da kommen wir dann auch schon zum heißen Thema. Ich werde am Samstag, also den jetzigen Samstag, das ist dann der Samstag, der 4. Oktober, einen 12-Stunden-Stream abhalten. Und bei diesem 12-Stunden-Stream werde ich, ich weiß nicht, ob ich MK8 spielen kann, aber das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. An diesem 12-Stunden-Stream werde ich 12 Stunden streamen. So, ab diesem 12-Stunden-Stream wird auch ein Donation-Tracker bei mir drin sein. Und mit einem konkreten Ziel. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich das eigentlich nicht machen wollte, aber die Gegebenheiten haben sich geändert. Ich habe jetzt ein konkretes, ja, finanzielles Ding an der Backe. Nein, das hört sich falsch an. Ich habe halt jetzt eine konkrete finanzielle Sache, die ich finanzieren möchte. Und das schaffe ich alleine nicht. Und ja, ich habe das versucht über meinen Vater mit einem Art Darlehen, aber ja, mein Vater hatte das Geld halt auch nicht so auf Pump, ist ja logisch. Und ich kriege halt auch keinen Kredit, weil ich ja schon einen Kredit habe für meine Uni und für mein normales Leben und so. Und ja, deswegen gibt es einen Donation-Tracker am Samstag. Das Ziel wird wahrscheinlich 200 Euro sein. Natürlich wird das wahrscheinlich nicht erreichbar sein. Ich weiß es nicht, das gucken wir dann mal. Sollten wir dieses Ziel, also ich werde das Ziel so setzen, dass es so gesetzt ist, dass ich auf jeden Fall dann auch den Rest mit dazu steuern kann. Das heißt, sollte dieses Ziel erreicht werden, werde ich am nächsten Tag dann die Sache bestellen, die ich brauche. Sollten wir das Ziel nicht erreichen, ich weiß noch nicht, ich muss halt meine Finanzen mal abchecken und dann sind es entweder 150 als Ziel oder 200. Aber ich gehe durchaus davon aus, dass das nicht erreicht wird. Das ist auch nicht schlimm, aber ich will euch nur sagen, wir machen diesen Donation-Tracker und zwar ist er in diesem Fall für die Kamera, für die Vlog-Kamera, die kostet viel Geld, 350 bis 400 Euro. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, welchen Anbieter man denn gerade, also wo man die kauft und so. Ich habe hier so eine Liste, wo verschiedene Verkaufsstände aufgezeichnet sind, also das hat sich jetzt wahrscheinlich richtig dumm angehört. Hier ist so eine Liste, so eine Preisvergleichliste. Es gibt momentan 11 Angebote. Die Canon Legia Mini X ist das. Die hätte ich ganz gerne für so Vlog-Zeug. Da könnte man dann natürlich viel Verschiedenes machen. Die Abnehmen-Videos, wo ich halt, wenn ich mal wieder ins Fitnessstudio gehe, dann filme ich mich auf dem Weg zum Fitnessstudio und quatsche mit euch oder auf dem Weg zurück. So Follow Me Rounds oder einfach so. Einfach mal so Videos, wo ich euch den Tag über mitnehme und ihr mir dann zugucken könnt, wie ich in die Uni fahre oder ach, all solche Dinge, keine Ahnung, sowas würde ich gerne machen. Ich finde solche Videos selber immer sehr cool und deswegen ja. Momentan gibt es hier die Kamera für 353 Euro bei digitalo.de oder so wahrscheinlich. Das wäre dann wahrscheinlich auch der, wenn das Problem ist, das schwankt immer, weil manchmal sind die dann ausverkauft, die Kameras. Und ja, aber 353 Euro ist ein ziemlich gutes Angebot. Das wäre dann die Sache. Das bedeutet dann, dass ich, ja, wahrscheinlich werde ich dann den, ja, vielleicht, ja, 300, wenn wir uns, ja gut, sagen wir 360 PayPal Versandkosten. Sofort über Versandkosten. Okay. Sofortüberweisung weiß ich nicht. Ich weiß nie, was Sofortüberweisung ist. Überall steht Sofortüberweisung. Das ist aber nicht sowas wie Online-Banking, ne? Das ist irgendwas anderes. Das ist immer ganz komisch, weil bei
Hä? Es ist überall versandkostenfrei, außer mit PayPal. Warum das denn? Hä, wie doof ist das denn? Okay. PayPal kostet, wahrscheinlich weil PayPal sich selber noch Geld einsteckt. Das könnte sein. Es würden dann also 360 Euro ungefähr sein. Dann würden wir wahrscheinlich ein Ziel von 160 Euro machen. Und dann werde ich dieses Geld natürlich benutzen, um diese Kamera zu finanzieren und mir diese Kamera zu kaufen. Sollte dieses Ziel irgendwann mal erreicht werden, mache ich eventuell danach einfach ein Donation-Tracker-Ziel für einen neuen PC, keine Ahnung. Der läuft dann aber einfach, ja, das ist dann so wie bei anderen Leuten. Das läuft dann einfach und da ist mir dann auch egal. Aber jetzt werden wir dann auf jeden Fall dieses konkrete Ziel haben und das werde ich am Samstag dann auch versuchen. Wir gucken dann mal Samstag, ob da ein bisschen was zusammenkommen kann oder so. Jeder, der Lust hat, ist natürlich alles kein Zwang. Aber ich denke mir, bei so einer Anschaffung, warum nicht? Ne, wir sind ja schon einige Leute. Natürlich bitte nur spenden, wenn ihr über 18 seid, aber das alles muss ich euch nicht erzählen. Ich denke, ihr seid da alle fit genug, um das selber, um da selber klarzukommen und so. Und ich möchte auch, was heißt ich möchte, es ist natürlich nett und so, aber wenn ihr nicht spenden könnt oder so, ist es überhaupt nicht schlimm. Da braucht ihr euch auch nicht entschuldigen oder so. Das gibt's halt immer, ne? Nicht, dass ich das jetzt sehe. Es gibt's halt immer, dann sind Leute, die sagen dann, oh, es ist so schade und so, das ist überhaupt gar kein Problem. Also das dazu, also am Samstag 12 Stunden Stream. Jeder Mensch, der mir spendet und meine Subscriber, die werde ich auf dem Nintendo 3DS adden, dass wir zusammen Smash Brothers spielen können. Wir werden dann im Stream natürlich auch Smash Brothers spielen. Das wird auch sehr gut sein, weil dann könnt ihr mir ganz viele Tipps geben. Die werde ich brauchen, weil ich bin richtig schlecht. Das bedeutet, wir spielen Smash Brothers. Ich werde Smash Brothers halt gegen meine Subscriber spielen. Das heißt, jeder, der subscribed hat, wird auf jeden Fall geaddet. Und auch jeder Mensch, der dann, sagen wir mal, mindestens eine 5-Euro-Spende gespendet hat, also so wie halt die Subscriber, der wird dann auch geaddet. Und der kann dann auch gegen mich spielen. Vielleicht mache ich noch eine kleine lustige Aktion irgendwann nachts. Wir streamen dann auf jeden Fall von 16 bis 4 Uhr oder so. Und vielleicht mache ich dann von 22 bis 4 Uhr noch eine lustige... Ja, ich trinke ein Pintchen, wenn ihr was gespendet habt oder so, Aktion. Aber darüber sprechen wir dann im Stream, weil... Kein Bock auf dumme Kommentare. Genau. Jeder, der das Scheiße findet, darf wegbleiben. Jeder, der darauf Bock hat und so, darf kommen. Mal schauen, was dann so möglich ist. Wie gesagt, die Vlog-Kamera wird natürlich benutzt, um Vlogs zu machen. Ich verspreche euch natürlich nicht, damit das dann... Also, die Videos werden dann trotzdem natürlich so kommen, wie ich sie mache und wie ich da Lust zu habe. Also, ich verpflichte mich dann dazu nichts. Es ist alles freiwillig. Dann würde ich sagen, bis Samstag und ab nächster Woche starten dann hoffentlich auch wieder die normalen Streams. Bis dann und ciao. Tschüss, auf Wiedersehen, euer Cornel.